Anlage hat 12,2 Kilowatt Peak und die Anlage ist am 14. November 2008 in Betrieb gegangen. Die Platten sind schon Ende August montiert worden, aber da hat es ein kleines Problem gegeben mit den Automaten. Nicht? Mhm. Weil haben uns da irgendwie das Elektrowerk ist ein bisschen, oder ein anderer Elektrowerk, glaube ich, ein bisschen Probleme gehabt hat. Speziell nur ein Elektrowerk gesehen, weil das ist die erste Anlage gewesen. Ah. Ja, ich muss zuerst einmal zuerst für die Zeitungen aufgezeichnet, nicht, dass das eventuell ein bisschen Nebenerwerb oder so war, oder ein bisschen und nur für die Förderungen oder so, ob man nicht viel was gehört. Und nur ist eben von Bauern kommt, hat nur da in Jänner 2008 hat einen Reiter-Oberskurs gehabt. Und dann habe ich mich zusammen gemeldet und denke, ich will mich da auch gerne mal genauer befassen oder halt informieren, auch obwohl man viel über das Internet kriegt, mhm. obwohl man aber so ein Kurstext wieder recht interessant. Und seitdem habe ich mich halt ein beschäftigt und habe Kostenvorschläge machen gelassen und dann habe ich mich entschlossen, das zu machen, weil ich glaube, von doch her ist es auch geeignet gewesen. Die Produktion ist im Jahr ca. 14.000 Kilowattstunden produzieren und jetzt sind seit dem 14. November bis jetzt am Jänner sind ungefähr 1.000 Kilowattstunden produziert worden und das ist ein bisschen mehr als was die Firma kalkuliert hat. Wanna be a part and see what's happening.